Kerle. Ja, schon, weil ich weiß irgendwie nicht, was sie mir angetan hat. Hi, so. Hi. Und wie geht's dir so? Gut. Das Eis aus dem Gestern war total schön, oder? Ja, schon. Und du hast gesagt, es war so kalt. Ich glaub auch gar nicht. Ja. Ey, ich kann dann nachher doch nicht kommen. Dann läuft doch was zwischen dir und der Claudia, oder? Nein, wir waren nur Eis essen. Sonst ist nichts passiert. Ich hab echt die Schnauze voll mit dir. Lippenstift ist wichtig. Eyeliner ist wichtig. Lidschatten ist wichtig. Schuhe sind wichtig. Seit September machst du nichts hier. Hockst nur rum, bist nur schön und machst überhaupt nichts mit. So, pass auf. Du machst hier mit und deine Aufgabe wird sein, dass du neben dem Plakat, wo du mitarbeitest, zu dieser Aufgabe ein Arbeitsblatt stellst. Auf weißes Papier mit dunklem Stift in lesbarer Schrift. Dieses Blatt Papier bekomme ich morgen von dir um 7:45. Das kopiere ich als Klassensatz und es wird eine Arbeitsaufgabe, es wird ein Arbeitsblatt für die anderen werden. Jetzt komm in die Gänge! Schaut gar nicht schlecht aus. Respekt. Hast du das selber gemacht? Ja. Soll ich das glauben? Ja. Nur weil ich höre schon, heißt es ja noch lange nicht, dass ich doof bin. Aha. Mich wundert es nur. Das bin ich nicht gewohnt von dir normalerweise, so saubere Arbeiten. Ein Quader, die Oberfläche. Wie geht denn das? Muss doch wissen jetzt eigentlich, oder? Also es schaut wirklich gut aus, Respekt. Aber ich traue dem Fliegen nicht ganz, ja? Ich bin mir nicht sicher, ob du das alleine gemacht hast. Hab ich einmal. Okay, pass mal auf, machen wir so, morgen früh, erste Stunde, 8:10 Uhr, Referat drüber. Dann werden wir sehen, ob das kannst oder nicht. Und pass auf, wenn da eine Schwäche dabei ist, dann wirst du mich kennenlernen. Ich habe keine Lust mehr auf diese ständige Verarschung. Okay, morgen früh 8:10 Uhr. Ja. Also, bis morgen. So, Klasse 7. Heute haben wir das Vergnügen und die Freude, dass wir ein Referat von Duchesne und Claudia hören über Kuba. Also, Kuba liegt in der Karibik in der Nähe von Venezuela. Kuba ist eine Insel
Dort gibt es auch sehr schöne Strände. Der Präsident ist Fidel Castro. Der ist doch jetzt schon krank, das muss doch jetzt sein Bruder. Also Raul, der heißt Raul. Dort macht man auch Zigarren, die ich aber leider nicht rauchen darf. Dort nimmt man auch Rum, den wir leider nicht trinken dürfen. Und dort gibt es sehr viele antike Autos. Das war unser Kuba-Referat. Das war ja wirklich super Spitzenklasse. Habt ihr super toll gemacht. Und demnächst dürfen wir übrigens das Kuba-Referat in Englisch hören. Und ihr habt wunderbar zusammengearbeitet. Ihr passt da als Partner richtig zusammen. Das macht ihr für Englisch auch. Kann ich dich was fragen? Ja, aber beeil dich, weil die Pause ist zu Ende. Willst du mit mir gehen?